Hallo ihr da draußen und willkommen zu einem weiteren Teil von C4. Wir sind in der Gießerei und wir sollen, um den Cornelius zu finden, an diesen Fließband sozusagen uns ranbringen. Aber da müssen wir erstmal hinkommen. Okay. Wir sind in der Haupthalle. Zweiten kommen sie nicht wieder. Früher haben wir die Leichen über die Mauer geworfen, bis der Gestank und das Gebrest schlimmer waren als die Schwermut selbst. Welchen Weg nehmen wir? Ach ja? Uns haben sie gesagt, wir sollen sie auf offener Guck Straße mal. Verbrennen. Aber als dabei das Haus des Kerzenziehers in Rauch aufging, tja, da mussten sie es verbieten. Armer, alter Blowmoor. Wenn ihr beiden fürs Dummschwätzen bezahlt würdet, wäre der Stink frei. Ah, okay. Ich muss mehr schlafen. Springen wir dahin. So, ich kann darüber, aber ich würde auch gern hier runter. Aber wenn ich da einmal unten bin, ist gar nicht so einfach. Wie kann ich denn da wieder hoch? Warum sind diese Stiefel so eng? Okay, das wär's. Bin da ja wie eine Elster. Wenn da schon was glänzt, das nehmen wir natürlich mit. Dann geh schlafen und beschwer dich. Oh. Oh oh. Okay, wie kommen wir hier hoch? Was ist mit den Eintopfküchen passiert? So, hier wieder nach oben. Der kommt ja dann wieder, ne? Könnte ich ihn eventuell erledigen? Vater hat immer gesagt, ich würde in der Fabrik enden. Ja, er kommt wieder. Hoffe, er wundert sich nicht. Bei allen toten Göttern! So. Ich hoffe, das hat keiner gehört. Wirklich so aussieht wie auf seinen Porträts? Ja, ein bisschen Geld hat er auch. So, den ziehen wir mal hier in diese Ecke. Da ist ja auch noch was. So. Schön wieder zumachen. Ein Königreich für einen heißen Kaffee. Ich könnte auch da hoch. Muss ich da vielleicht hoch? Könnte auch da oben lang. Es führen mehrere Wege natürlich nach Rom. Ja, ich gehe hier hoch. Wieder für Arzneien flöten. Wollte nur mal gucken, ob da was sein könnte. Sind das jetzt hier Leichen oder noch Puppen? Sieht alles aus wie Puppen. Es gab so irgendwie so einen Film. Ne, das sind Leichen, okay. Verdammt kalt heute Nacht. Okay, wie komme ich denn da jetzt da ran? Ah, okay.
Mein Nacken schmerzt. Ah, Mist. Die Bettler haben lebendig So. Den sind wir auch los. In dieser Stadt ist nicht nur das Trockenfleisch trocken. So, denn irgendwas stimmt nicht. Was haben wir denn hier für eine Liste? Leichentransport. Okay, gucken wir mal nach. Dokumente. Kapitel 2. Leichentransport. Setzt das Fließband. Leichentransport. Setzt das Fließband effektiv ein. Die Leichen müssen vor dem Einschalten sicher an den Haken hängen. Am besten geht das durch die Rippen. Ihr dürft nicht zimperlich sein. Der nächste Tollpatsch, dem eine Leiche runterfällt, kriegt selber einen Haken. Vermutlich in die Rippen. Okay. Spielfortschritt. Zwischendurch mal reinschauen. So. Achso, wenn wir neue Sachen eingesammelt haben, dann wird das angezeigt. Okay. Wir sollen uns auch daran hängen. So, einen Moment. Ich will mal die Flamme ausmachen. Das Wetter schlägt um. Was ist hier los? Nein, es ist nur eine Fackel aus. Oh. Halt! Stehen bleiben! Oh. Nein. Ah, Mist, das war ja gar nicht gut. Scheiß Mist. Ah, von da sieht er mich? Ah, Mist. Du entkommst mir nicht! Ah, Mist. Geh mal hier rein. Kann ich mich hier gar nicht heilen? Warum kann ich mich hier nicht heilen? Doch, kann ich. Nur mit dem Rad geht das nicht. Okay, wir sind jetzt hier erstmal versteckt in Sicherheit. So, ich versuche. Okay, wir können es glaube ich wieder verlassen. Vater hat immer gesagt, ich würde in der Fabrik enden. Ah, das war kein so guter Weg. Versuch mal den anderen. Jetzt ist Schluss mit davonlaufen! Ah, Mist, wieso sieht er mich? Du willst abhauen? Vergiss es! Es hat keinen Sinn. Hat sich auf dem Staub gemacht. Ich hab nicht die Zeit, ewig zu warten. Ah, Mann. Die Zeit ewig zu warten. Mist. Ich brauche eine Pause.
Harte Zeiten. Ein Königreich für einen heißen Kaffee. So, das hast du nun davon. So, bleib mal ruhig da liegen. Ein Kelch. Schade. Ja, wie findet ihr eigentlich jetzt das neue Design von Thief? Und ich finde, Square Enix hat da doch recht gut Arbeit geleistet. Die kennen sich ja mittlerweile auch aus mit solchen Spielen. Wegen Tomb Raider. Zum Beispiel. So, wir haben wieder ein neues Dokument. Schauen wir uns auch gleich mal an. Und hier... Glasscherben. Ich will keine Beschwerden mehr über Glasscherben auf dem Boden einiger Bereiche hören. Stiefelleder ist teuer. Also geht außen herum oder macht sauber. Eure Karriere in der barönlichen Wache wird verdammt kurz ausfallen, wenn ihr nicht einmal in der Lage seid, zu schauen, wo ihr hintretet. Für eure Uniform, einschließlich der Stiefel, seid ihr selbstverantwortlich. Und ihr könnt sicher sein, dass ein Dutzend Männer nur darauf wartet, euch eure Stelle einzunehmen. Hauptmann Shaw oder Shay. Shaw oder Shaw. Shaw. Geil. So. Da. Und hier. Geldbörse. Wer lässt denn hier so seine Geldbörse liegen? Ah, okay. Wir müssen uns jetzt an diesen Haken hängen. Bevor wir das tun, gucken wir hier noch ein bisschen rum. So. Siehst du, da haben wir noch eine Nahrung. Das brauchen wir nämlich zum Heilen. Ah, hier wäre auch wieder die Abkürzung wohl gewesen, wenn wir diesen Schraubenschlüssel hätten. So, hier ist dieser Haken. Da hängen wir uns mal ran und spielen ein bisschen Leiche. So, und nun? Ah, okay. Kann ein Gebäude auch zweimal verlassen werden? Die Wache wäre jedenfalls ein guter Grund, es zu tun. So, wie weit werden wir jetzt transportiert? Und wo müssen wir eventuell aussteigen? Wohin geht's ja, hier? Wie bei der Hirschjagd auf dem Anwesen. Und Endstation. Ich bin lieber ein bewegliches Ziel. So, wir haben uns fallen lassen, falls... So, folge dem Weg der Toten, bewege dich durch den alten... Einen Moment. Durch den alten Fertigungsbereich. So. Okay. Schon wieder Trockenfleisch. Ich hasse Trockenfleisch. Einmal Quick Save. Ah, hier sind Glasscherben. Okay, verstehe. Endlich. Da dürfen wir auch nicht rüberlaufen, weil... Jetzt sind die Armen doch für das was macht leer. Machen die daraus wirklich Trockenfleisch? Vielleicht deswegen diese Seuche. Hä? Schleicht da jemand rum? Oder? Meint er nicht? Hoffe nicht. Ein Pausenplätzchen. Ein Pausenplätzchen müssen. Pausenplätzchen. Glückwunsch, Bommi.
Du hast die Leichen gekriegt. Das ist keine üble Aufgabe, sofern man einen starken Magen hat. Falls du mal eine Pause brauchst, die Jungs und ich haben da ein gutes Plätzchen über dem Fertigungsbereich. Nur dort wird der Alte dein Schönheitsschließchen nicht stören. Hier sind die Regeln. Nicht darüber reden. Beanspruch es nicht für dich allein. Nicht die Pfeife auf den Boden ausklopfen. Und wenn du erwischt wirst, keine Namen. So, hier ist das mit den Glasscherben. Ach, das haben wir schon. So. Okay. So. Die Straßen sind nicht mehr hier alles. Hä? Schleicht da jemand rum? Oh oh. Alles Einbildung. Ich glaube, um den sollten wir uns erstmal kümmern. Treffer! Ah, okay. Dauert ewig. Also wenn das der Hauptmann sieht, dass er da die Pfeile da dran verschwendet, einen leichten. Was jetzt? Mal schnell Licht ausmachen. So, er ist in Alarmbereitschaft. Macht er den Lichtschalter wieder an? Na gut, dann mache ich das restliche Licht bei ihm auch aus. Hat er denn noch was, was wir gebrauchen können? Ja, doch ein bisschen, ne? So, leider ist hier, oder? Ist hier noch ein bisschen was? Inventar voll? Achso, wegen Werfen, ne? Das ist so ein, okay. Werfobjekte. Okay. So, dann müssen wir wohl hier durch. Hoffentlich ist die Luft rein. Ich hab gar nicht durch das Schlüsselloch geguckt. Scheinbar ist hier niemand. Schöne Tafelsilber. Nehmen wir mal mit. Irgendwelche Urkunden. Die Abkürzung, die wir nicht nehmen. So, können wir... Ich weiß nicht, kann ich, wenn ich leise drüber gehe? Oder verletzt mich das? Macht schon Lärm, auch wenn man rüberschleicht. So. Wir haben ein paar Sachen, die wir uns angucken können. Renovierungsnotiz. Renovierungsnotiz. Achtung, die Renovierung der Eisenhütte in der Wheel Street steht unmittelbar bevor. Die Anlage muss von heute an in 2 Wochen bereit sein, die Toten der Stadt zu verwerten. Auf altes Material aus früheren Projekten von Baron Northcrest ist zu achten. Jeder Bereich, der nicht auf die Verwertung und Entsorgung von Leichen umgestellt werden kann, muss als unzugänglich betrachtet werden. Der Diebesfänger General wird diese Aktion persönlich überwachen. Ich muss wohl niemanden darauf hinweisen, dass Verzögerungen nicht hinnehmbar sind. Hauptmann Shane. Show. Ach, ich weiß nicht, wie der ausgesprochen wird. So. Das Gute ist ja, dass hier die daran gedacht haben, dass Garrett auch die Schubladen selber zumacht. Sonst muss man nämlich zuerst die untere aufmachen, dann die obere. Ne? Weil wenn man die obere aufmacht, dann kann man die untere nicht aufmachen, wenn die aufbleibt. Dann muss man die erst zumachen und dann... Ihr wisst schon, was ich meine. So. Aber Garrett macht das ja, weil er gut erzogen ist, gleich wieder zu, die Schublade, wenn er sie nicht mehr braucht. Hier brauchen wir gar nicht rein eigentlich, oder? Kommt da jemand? Ich glaube nur, wenn wir verfolgt. So. Gibt es hier noch irgendwo was, wo... Hier geht es jedenfalls nicht weiter. Ah, hier ist eine Tür. Gucken wir nochmal durch. Denn eigentlich ist die Zeit schon wieder um.
Was befindet sich hinter dieser Tür? Das werden wir herausfinden in der nächsten Folge, wenn ihr mit dabei seid. Also, bis dahin, auf Wiedersehen. Und danke fürs Zuschauen.